Die Arithmetik beschäftigt sich mit Zahlen, die Geometrie beschäftigt sich zum Beispiel mit Strecken, Geraden und Kreisen. Und in einem weiteren Bereich der Mathematik geht es um Vektoren. Vektoren sind zunächst abstrakte mathematische Konstrukte, die man sich aber ganz gut als Pfeile vorstellen kann. Und in der Vektorrechnung lernen wir mit diesen Pfeilen zu rechnen, sie zu addieren, zu subtrahieren, zu multiplizieren. Ein Vektor ist ein mathematisches Element, welches aus mehreren Komponenten besteht, zum Beispiel aus x- und y-Komponente. Eine Möglichkeit, einen Vektor darzustellen, ist zum Beispiel die Schreibweise ax, ay. Wir formulieren also folgendermaßen: Der Vektor a, symbolisiert durch einen kleinen Pfeil über der Größe, ist gleich, Klammer auf, ax über ay, Klammer zu. Wir können den Vektor grafisch als Pfeil darstellen, die x- und y-Komponente sehen wir dann auf den Koordinatenachsen. Unter dem Betrag eines Vektors versteht man anschaulich die Länge des Pfeiles. Nach Pythagoras können wir formulieren: Wurzel aus ax² plus y² ist der Betrag von. In dieser Darstellung sehen wir zwei Vektoren im dreidimensionalen Raum. Der rote Vektor hat die Koordinaten minus 2, minus 3, 0. Der blaue Vektor hat die Koordinaten minus 1, 0, plus 3. Wenn wir zwei Vektoren addieren oder subtrahieren, müssen wir die einzelnen Komponenten addieren oder subtrahieren. Die Summe der Vektoren a und b ergibt einen neuen Vektor mit der x-Komponente ax rot plus ax blau und der y-Komponente ay rot plus ay blau. Einen Vektor kann man durch einen Pfeil symbolisieren, aber es ist nicht festgelegt, wo der Fußpunkt dieses Pfeiles ist. In unserer Abbildung haben wir willkürlich die Fußpunkte der beiden Vektoren in den Ursprung gelegt. Dies ist jedoch nicht zwingend. Wir können für einen Vektor einen beliebigen Fußpunkt im Raum wählen, ohne dass wir die Darstellung ax, ay ändern. Das Produkt zweier Vektoren ist etwas komplizierter. Wir unterscheiden hier zwei Fälle. Es gibt das Skalarprodukt, welches, wie der Name sagt, ein Skalar, also kein Vektor darstellt, eine reine Zahl. Und es gibt das Vektorprodukt, welches einen weiteren Vektor darstellt. Wir besprechen zunächst das Skalarprodukt. A mal b ist definiert als axy mal bx bei y und ergibt eine Zahl, die sich aus den Komponenten wie folgt errechnet: axbx plus ayby. Die Komponenten werden also zeilenweise multipliziert und dann die Summe gebildet. Die Komponenten werden also zeilenweise multipliziert und anschließend wird die Summe gebildet. Geometrisch entspricht dem Skalarprodukt folgender Ausdruck: Betrag von a mal Betrag von b mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels alpha. Hier haben wir zwei Vektoren a und b in einer Ebene. Ein rechtwinkliges Dreieck ist mit eingezeichnet. Die Ankathete dieses rechtwinkligen Dreiecks entspricht dem Produkt b-Betrag mal Cosinus alpha. Das Skalarprodukt kann man geometrisch als Fläche eines Rechtecks darstellen. Das Rechteck hat als lange Seite den Betrag des Vektors a und als kurze Seite die Ankathete, die hier grün eingezeichnet ist. Wenn die beiden Vektoren parallel sind, ist das Skalarprodukt gleich dem Produkt der Beträge der Vektoren. Wenn die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen, wird der Cosinus alpha gleich 0, dann ist auch das Skalarprodukt gleich 0. Die Addition von zwei Vektoren lässt sich geometrisch sehr einfach darstellen. Wir nehmen den Vektor a, verschieben dann den Fußpunkt von Vektor b an die Spitze von Vektor a, verbinden dann den Fußpunkt von a und die Spitze von b und erhalten die Summe der beiden Vektoren. Vektor c gleich Vektor a plus Vektor b. Wenn wir das Quadrat von Vektor c nehmen, also das Quadrat von a plus b, können wir nach der binomischen Formel umformulieren: Quadrat des Vektors c gleich Quadrat des Vektors a plus 2 mal Vektor a mal Vektor b plus Quadrat des Vektors b. Das Skalarprodukt Vektor a mal Vektor a entspricht dem Quadrat des Betrages des Vektors a. Das Skalarprodukt von Vektor b mal Vektor b entspricht dem Quadrat des Betrages des Vektors b. Das Skalarprodukt a mal b entspricht a-Betrag mal b-Betrag mal Cosinus alpha. Wenn der Winkel alpha ein rechter Winkel ist, ist der Cosinus alpha gleich 0. Das heißt, wir erhalten c² gleich a² plus b²,
Damit haben wir den Satz des Pythagoras hergeleitet. Wir haben den Vektor a, 2 minus 3, den Vektor b, minus 1, 5 und den Vektor c, 3, 2. Wir sollen die Summe a plus 2b minus 5c ermitteln. Wir starten mit dem Vektor a, verschieben den Vektor b an die Spitze von a, ergänzen einen weiteren Vektor b, wir nehmen den Vektor c, verschieben den an die Spitze unserer Vektorsumme, wiederholen den Vorgang 5 mal, verbinden jetzt den Start unserer Vektorlinie mit dem Ende unserer Vektorlinie und erhalten den grünen Pfeil als Ergebnis. Wir können das Ergebnis auch rechnerisch ermitteln. Wir erhalten dann den Vektor s zu minus 15 minus 3. Der Betrag dieses Vektors, also die Länge des Pfeiles, ist gleich der Wurzel aus minus 15 zum Quadrat plus minus 3 zum Quadrat, also der Wurzel aus 234. Viele Größen in der Physik lassen sich als Vektoren darstellen, zum Beispiel Kräfte. Wir haben hier drei Kräfte, F1, F2, F3. Auch die Geschwindigkeit ist ein Vektor. Hier haben wir den schiefen Wurf unter dem Winkel Alpha dargestellt. Der Betrag der Anfangsgeschwindigkeit ist V0. Die x-Komponente der Anfangsgeschwindigkeit ist V0 mal Cosinus Alpha und die y-Komponente V0 mal Sinus Alpha. Der Vektor a, 2, 1, ist hier rot dargestellt. Der Betrag dieses Vektors, Wurzel 2 Quadrat plus 1 Quadrat, beträgt Wurzel 5. Der Vektor b soll der Einheitsvektor der x-Achse sein, hat also die Koordinaten 1, 0. Betrag ist definitionsgemäß gleich 1. Das Skalarprodukt der beiden Vektoren rechnet sich als 2 mal 1 plus 1 mal 0 ist gleich 2. Wir können die Gleichung für das Skalarprodukt umstellen und haben damit eine Möglichkeit, den Winkel Alpha zu bestimmen. Es gilt, dass Cosinus Alpha gleich Skalarprodukt a mal b durch Betrag von a mal Betrag von b ist. Damit ergibt sich der Winkel Alpha als 26,56 Grad. Man kann Vektoren auch über ihren Betrag und den Winkel Alpha zur x-Achse darstellen. Die x-Komponente ist dann Betrag mal Cosinus Alpha und die y-Komponente ist Betrag mal Sinus Alpha. Hier haben wir vier Kräfte in einer Ebene in dieser Art und Weise dargestellt. Wenn wir alle vier Kräfte vektoriell addieren, erhalten wir die hier violett dargestellte resultierende Kraft. Den resultierenden Vektor können wir auch einfach berechnen. Es ergibt sich 179 Newton als x-Komponente, 224 Newton als y-Komponente. Der Betrag des Vektors 179 Quadrat plus 324 Quadrat ergibt sich zu 370 Newton. Der Winkel Alpha zur x-Achse ergibt sich aus der Gleichung Cosinus Alpha gleich x-Komponente durch Betrag gleich 0,48, entsprechend ist Alpha gleich 61 Grad. Hier haben wir drei Vektoren im dreidimensionalen Raum. Wir sollen die Vektoren in folgender Art und Weise addieren: a plus 2b minus 5c. Wir formulieren zunächst ausführlich unsere Vektorsumme s und addieren jede Komponente, erhalten schließlich 28, minus 2 und minus 19. Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Genau gesagt das Skalarprodukt zweier Vektoren. Der eine Vektor ist die Kraft f, der andere Vektor ist die Strecke p1 nach p2. Ausführlich formuliert, minus 10 Newton, 2 Newton, 5 Newton mal die Strecke p1 minus p2, die wir zu minus 1 Meter, 6 Meter, 1 Meter berechnen. Wir multiplizieren koordinatenweise aus. Minus 10 Newton mal minus 1 Meter plus 2 Newton mal 6 Meter plus 5 Newton mal 1 Meter und erhalten 27 Newtonmeter als Arbeit. Die Arbeit entspricht nur dann Kraft mal Weg, wenn Kraft und Weg parallel sind, also der Winkel Alpha gleich 0 Grad ist. Wenn Kraft und Weg nicht parallel sind, müssen wir das Skalarprodukt nehmen, so wie in diesem weiteren Beispiel. Minus 10, minus 4, minus 2 ist die Kraft. Die Strecke minus 3, 18, 4. Es ergibt sich eine Arbeit von 30 minus 72 minus 8 oder minus 50 Newtonmeter. Das negative Vorzeichen der Arbeit bedeutet, diese Arbeit wird abgegeben.